Nehme ich gerne mit? Ja, pass auf, ich habe aber auch noch was für Sie. Ja, natürlich haben Sie was für mich. Hallo, Grusche. Ja. Ich habe jetzt mal. Warten Sie, ich habe noch was. Da sind Decken bei, da ist Spielzeug drin. Schön. Ja, da ist der andere. Der kann. Ja, der ist jetzt natürlich verwirrt. Guck, guck. Ist leider nicht dein Zwillingsbruder. So, und das ist schwer. Da sind, passen Sie mal auf, da sind auch Decken drin. Vielleicht, da können Sie alles für Ihre Katzen gebrauchen. Da ist ja auch Bettwäsche drin. Entweder nehmen Sie die oder für die Katzen. Hier wird heute von 11 bis 16 Uhr Zimmer unten gemacht, damit Sie alle schön aufgeräumt haben. Weil wir haben die Leute, die haben Probleme mit Aufräumen und Umständen Alkoholiker. Ach, dann und so. Dürfen Sie die, ja, ist ja jetzt. Sie können die Stelle hat im Zimmer. Nicht, und die Katzen sind nicht im Zimmer, wenn wir darin zurückkommen. Jetzt gucken Sie mal, was Sie gebrauchen können. Wenn Sie vielleicht die Tüten mal aufbewahren für nächste Mal. Ich kann Ihnen nicht jedes Mal eine Tüte bringen. Gucken Sie ein bisschen immer auf die... Ah, guck mal, wo ist denn da? Ist dein Bruder? Na, sein Cousine. Gleiche Opa und das war doch schon. Ach so. Hallo, danke schön. Ja, war die schon lieb? Ist die schon ins Flum rein? Ja. Die ist immer auf Katzenklo gegangen? Ja. Na, wunderbar. Hm? Oh, war wirklich gestört. Ja, gehst freiwillig nochmal rein? Ja, ne? Hä? Weiß ich nicht. Ja. Oh, der ist verwirrt. Er vermisst ihn. Der Schwarz ist ein Kerl. Ach so. Ja. Oh, leider nicht sein Zwillingsbruder. Die riecht im Moment noch anders. Ja klar, das sind noch andere Tierarztgerüche. Dann nehmen Sie die jetzt mal hier weg vom Auto. Gucken Sie mal, kannst du davon alles in Ruhe heben? Sie hier die Taschen auf. Ja, natürlich, die kommt wieder. Container kommt wieder.